das haarigste Geschäft auf dieser Welt an Autoren. Wer sagt bitte einen Augenblick, die werden gleich rasiert. Lässt uns dann geduldig warten, 2-3 Stunden garantiert. Dreimal hin, dreimal her, ist das letzte erst im Riemen, das ist Blatt. Und da wird im Topf und im Hüterkopf wie eine Rübe auf den Top. Der fährt richtig los und sollte, ohne dass er sich geniert. Wem ist alles hier Pomade, was er auf dem Kopf und schmiert? In der Kürze liegt die Würste, senkt das gleich die Borsten ab. Und dann muss man Haare lassen und das manchmal ist zu knapp. Einmal hin, einmal her, fährt er mit Verkehr über Pinsel lang und breit. Und bei diesem ist unterwegs damit, denn das kommt ne Laus in Zeit. Wer darf unsere Holzfrau mit falschen Köpfen reinforcieren? Bloß die Haare auf den Zähnen lassen sie sich frisieren. Bei wem gehen die Schwarzen ein und kommen blonde Pferd heraus? Beim Friseur. Wer macht aus der ältesten Ratte eine kleine süße Maus? Der Friseur. Dreimal hin, dreimal her, mit einer Lockenschere, weder ihnen Locken an. Doch eine Frau rasieren darf er nicht ins Tier, weil sie Mund nicht halten kann. Ihr Leute, seid vernünftig und dem etwas mehr in Schutz. Den Friseur, 50 Diener auf dem Doktor, Pflaster, Schmierer und Verbund. Den Friseur, nennt ihn lieber mal Verstreunungsrat, das sind wir auch nicht rum. Der Friseur, denn er sorgt dafür, dass ihr nicht wie ein Esel auf herum. Der Friseur, einmal hin, einmal her, lobe den Friseur, dieser gute Mann hat Traum. Denn wenn er nicht wär, sehen wir ungefähr wie die Staffelschweine aus.